Hallo liebe Schachfreunde, ich möchte jetzt die sechste Aufgabe auflösen. Ich glaube, einige sind schon ganz gespannt auf die Lösung, ob sie das auch richtig hingekriegt haben. Insbesondere der dritte Teil war ein bisschen raffiniert. Gucken wir uns das an. Die Lösung für den ersten Teil lautete ja, Weiß kann nach Turm F3 auf F8 matt setzen, denn aus der Stellung ist klar ersichtlich, dass Schwarz zuletzt mit dem König oder dem Turm gezogen haben muss und dann ist ja die Rochade bekanntlich nicht mehr erlaubt. Kommen wir zum zweiten Teil. In dieser Stellung kann Weiß nicht mit Turm F8 matt setzen, denn Schwarz könnte ja zuletzt den Bauernzug nach A6 gemacht haben und damit darf er noch rochieren. Und Weiß kann nicht matt setzen. Nun der raffinierte dritte Teil der Aufgabe. So, in dieser Stellung ist ja Schwarz am Zug. Und die Frage ist, kann Schwarz jetzt rochieren? Das heißt, hat er davor König oder Turm bewegt oder etwas anderes gezogen? Und die Lösung ist, Schwarz darf rochieren, das heißt, Weiß kann nicht matt setzen, denn er kann ja zum Beispiel irgendeinen Stein nach F3 gezogen haben, den der Turm geschlagen hat oder ähnliches, ja, und damit ist die Rochade für Schwarz möglich und Weiß kann in diesem dritten Teil also auch nicht matt setzen.